Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Let's Play Portal 2. Das letzte Mal. Ja, was ist das letzte Mal geschehen? Wir haben GLaDOS besiegt, haben GLaDOS mit Weevil ersetzt, Weevil ist durchgedreht, er hat uns hier runtergeschickt. Und nebenbei hat er zwischendurch noch GLaDOS in einen Kartoffel verwandelt. Ja, so ähnlich. Das letzte Mal haben wir auch noch kurz gesehen, wie GLaDOS von der Taube gestohlen wurde. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg hier rausfinden. Und ihr fragt euch sicher schon, wieso zum Geier stehen hier schon zwei Portale an. Ich habe schon ein bisschen weiter gespielt und da meinte mein PC, er müsste kurz mal abstürzen. Es hat einen Kontrollpunkt gespeichert und da habe ich mir gedacht, ach, mitten in der Pampa anfangen? Nee, komm, ich gehe nochmal zurück und mach das nochmal von vorne. Ja. So, ja, hier sind wir am hier oben ist die Aperture Science Anlage. Und als ich das erste Mal hier war, ich muss sagen, geil. Also von der Weitläufigkeit her, das kannte man so ja nicht in Worten. Ist einfach nur abartig. Genial. Gefällt mir. Toll. Mehr davon. Das ist wirklich eine riesen Spielwiese. Aber naja, wir müssen, ja, keep out, draußen bleiben, nicht betreten, würde sagen, ja, gehen wir mal ran. Ich meine, ist so einladend. Ich muss da umsetzen. Ah. Gut. Tada! Bissi habe ich gespielt und dann dachte der PC, stürzt sich ab. Na, will nicht mehr. Keine Lust mehr. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal, sonst wäre ich nicht so froh darüber, ne? Weil mit einem abstürzenden PC zu spielen ist ein bisschen umständlich. Am Hebel ziehen. Ja, machen wir es doch mal. Sesam, öffne dich. Wow. Große Tür. Sehr große Tür. Hier hoch. Springen wir. Zwei Anzeigen. Das sieht nach Zahlen. Na, drück ich mal. Hatch Recreation Override. 3, 2, 1. Aha. Da drüben ist sicher auch so ein Schalter. Das heißt dann so viel wie. Ups. Da. Gehen wir mal hier rüber. Alarmportal. So. Einmal hier. Einmal da. Und dann sehen wir doch mal, was da passiert. Was zum Teufel ist dahinter? So ein Riesenteil und dann so ein kleines Türchen. Okay. Klar, logisch. Ja, was heißt denn? Abdominal Test Shift. Neuse Begrenzung und du mit Enter. Sealed. 15. Juni 1961. Aber das Ganze hier versiegelt. Okay. Tja. Ja, gehen wir doch mal rein. Hello. Last screen. Keep out. Das ist so einladend, das Ganze. Aber ich finde, jetzt fängt so der geilste Teil von Portal 2 an. Meiner Meinung nach. Denn irgendwie ins. Ja, ihr seht, wie es aussieht.
So finde ich, macht das alles ein bisschen mehr her, als wenn das alles klinisch rein ist. Das öffnet einem doch. Man hat das Gefühl, als hätte man viel mehr Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel ins Wasser springen, was tödlich ist. Tada! Musste sein. War sogar so eine spontane Idee. Aber Aperture Science Innovators. Ist doch ein bisschen anders Logo, ne? So gut, also Wasser nass, Wasser tödlich. Ah, hier wäre es noch. Oh, man wird aufgelöst. Okay. Und wie ging der Witz nochmal? Was ist ein Mann Salzsäure? Ein gelöstes Problem? Hahaha. Böse, böse, böse. Ich erzähle ihn jetzt noch. Wand? Riesengroß sein. Ach du Schande. Geil. Geil, geil, geil. Ja, ich würde sagen. Hier geht's weiter. Da geht's. Ja, Hebel hinzu. Oh yeah. Viele Leute kennen sich ja diese Stimme aus dem kleinen Minifilm. Von wegen von Türmen, von Boots, von. Was war es noch? Ah, Panels. That's not a pan. That's a crush. Moose Island 2. Gut. So viel zu dem. Am, 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 am. Enter. Da muss ich. Boah, ja, kann das noch mal so. Oh, nein, 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 nein. Ist extrem knapp. Kann das noch mal so? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, muss jetzt schon so sein. Ja, ja klar. Ich meine, ja, ne? Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Juhu! Ding, au. Gehen wir rein. There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with Ray Mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you. Fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Ah, ich. Ja. Ne? Okay. An der Rezeption anmelden? Ja, gerne. Scheint in der Mittagspause zu sein. Jo, gehen wir rein. Nette Lobby. Cave Johnson. Ja, so sieht der gute aus. Ist noch so ein
Preise, zum Beispiel Spirit of Idaho, National Potato Board, Potato, Kartoffelwissenschaft. Oh je. Yeah. Duschvorhangverkäufer des Jahres. Hm? Was ist das? Wow. Verteidigungsministerium hat auch gearbeitet. Öffentlichem hat auch einen Preis. Hm. Und so wie es aussieht, befinden wir uns hier in einer Salzmine. Hm. So, gut. Genug gesehen, gehen wir weiter. Wow. Nice. Ja. Benutzen wir auf dem anderen Fahrstuhl. Du. So. Okay, wo müssen wir hin? Das sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Wobei, das Feld da kennen wir doch, oder? Ja. Und das da hier sieht noch viel Pump Station Alpha. Da müssen wir hin. Nur wie? Das ist die andere Frage. Oh, oh, nee, so nicht. Nee. Ach komm schon. Hier? Ja, schon besser. Gut. Aha. Jetzt müssen wir doch nur irgendwie. Hier können wir nicht runter, aber. Ich setze mal hier das Blaue. Gehen wir ein bisschen runter. Ne, nicht hier. Ah. Ja, ich würde sagen. Geronimo! Wow! Punktlandung. Wobei ich soll nochmal zurück aufs Klo. Punktstation Alpha. Ah. Know your allergies. Allergens. Ha. Huh. Pollen? Ich würde sagen Tierhaare. Plastiken und Antimaterie. Genau, ich bin gegen Antimaterie allergisch. Das Materials. Berühre nichts, was dir nicht bekannt ist und. Atme keine Dämpfe ein, egal wie gut sie riechen. Oh, Hebel. Tja, ich würde sagen. They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture, we do all our science from scratch. No handle. Hm. Tja, wollen wir doch mal. Wir dürfen jetzt mit Farbe rumspielen. Yeah, Fingerfarben!